Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem neuen Let's Play Projekt. Und zwar ist das jetzt Resident Evil 3, Freunde. Jawohl, es geht los. Wir hatten ja letzte Woche Resident Evil 2 fertig gemacht. Wir sind mit Claire aus Claire, Leon und Sherry aus dem brennenden Umbrella-Labor geflohen in Raccoon City und boah. Jetzt geht es hier im Endeffekt direkt weiter. Spiel aus dem Jahr 1999 von Capcom und Eidos. Und genau, Freunde, da würde ich einfach mal sagen, ja, die Story hier, die spielt, glaube ich, lass mich nicht lügen, aber glaube ich, parallel zum zweiten Teil und auch in der ähnlichen Location. Das heißt, wir spielen jetzt wieder Jill Valentine. Und vom Stars-Team und genau, müssen uns jetzt hier durch die Zombie-Scharen schlagen und dann würde ich mal sagen, machen wir mal ein neues Spiel. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen komisch, dass wir hier kein Normal haben, aber ich befürchte, dass wenn wir hier Modus einfach nehmen, dass es dann deutlich zu einfach wird. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal Modus schwer. Los geht's. Viel Spaß, Freunde. Neues Projekt. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. So schaut's aus, Freunde. Also, selbst wenn... Oh, okay. Meine Güte, was ein Chaos. Das ist meine letzte Chance zu überleben. Meine letzte Flucht. Meine Güte, was ein Chaos. Ja, ihr seht's, ne? Die Polizei hat tatsächlich keine Chance gegen diese Zombie-Massen hier. Und Jill ist jetzt auch hier am Entkommen. Okay, Freunde. Mal nun mal langsam. Also was ich eben noch sagen wollte, ist ja, dass selbst wenn die Gerichtsprozesse jetzt hier anfangen in Raccoon City, wird halt keiner gegen Umbrella aussagen, weil die halt, ja, was soll ich sagen, zu viel Macht haben. Und das ist jetzt gerade das Traurige, deshalb müssen wir als Jill jetzt wieder Umbrella niederstrecken und das mit dem Stars-Team. Und das finde ich doch mal sehr gewinnungsbedürftig. Okay, ihr seht's, Freunde. Wir haben hier Zombie-Scharen ohne Ende. Ah!
Da ist... Ach, den habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Ich denke mal... Oh Mann. Diese Zombies hier werde ich nicht machen. Weil wir hier nie wieder hinkommen. Tatsächlich. Weil wir müssen jetzt nämlich hier hoch. Guck mal, wir können hier hochsteigen. Und... genau, ihr seht das. Eine Karte, hier Wohnviertel. Hier kommen wir nie wieder hin, tatsächlich. Schaut mal, wir haben hier eine richtig geile Karte. Von unserem Gebiet hier. Und genau, ja, dann haben wir hier das Menü. Im Prinzip dasselbe auch. Wartet mal, ich gehe mal in den nächsten Raum rein. Oder. Genau, Cutscene. Geh in den Raum rein, Jill. Die Jill, die kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. genau. Die kennen wir aus dem ersten Teil noch, die gute Jill. Aber ich dachte, die wären in Europa. Das ist gerade ein bisschen merkwürdig, finde ich. Aber gut. September 28, Daylight. The monsters have overtaken the city. Das sieht so aus, ja. Somehow. I'm still alive. Ja. Oh, noch eine Szene. Krass. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't going to be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Der Fettsack, ey, will sich einfach hier einsperren, weil er die Paras kriegt, weil er seine Tochter draußen verloren hat. Ja, kann man gut verstehen. Jetzt, wo wir ein bisschen Ruhe haben. Was ein rasanter Einstieg in das Projekt, ey. Tatsächlich können wir uns jetzt mal das Menü angucken. Das ist, ja, wir haben hier Zustandsanzeigen. Genau wie bei den ersten beiden Teilen auch, haben ein hübsches Bild von Jill. Haben eine Handfeuerwaffe tatsächlich. Und zwar ist das eine M92F. Sonderanfertigung. Eine Spezialhandwaffe für für Stars. Benötigt 9mm Parabellum-Geschosse. Ja, okay, Standardwaffe. Aber die gleiche Waffe hat mich tatsächlich, glaube ich, auch bei Parasite Eve 2. Diese M92F. Genau. Cooler Zusammenhang. Und ja, hier haben wir wieder unser Menü, ne? Inventar. Und wir haben hier oben was Interessantes. Und zwar, wir haben ein Nachfüllgerät, Freunde. Ein Nachfüllgerät. Das ist nämlich ein Werkzeug, das dazu dient, gemischtes Material in eine leere Geschosshülse zu füllen. Es wird zusammen mit Pulver benutzt. Ganz genau, Freunde. Um was es dabei geht... Sehen wir hier, hier haben wir nämlich Spielanweisungen. Die werde ich nämlich erstmal benutzen. Spielanweisungen. Hier werden verschiedene Aktionen, Bedienung der Karte und Bedienung der Ereignisbildschirme beschrieben. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir hoffen, Sie können Ihre Überlebenschance verbessern. Auf Gegenstände schießen. Ja, das kennen wir. Schnelle Drehung, Freunde. Ja, tatsächlich. Hier bei Resi 3 gibt es auch schon eine schnelle Drehung. Und Flucht im Notfall. Wenn Sie von Gegnern umzingelt sind, können Sie sie wegstoßen, um zu entkommen. Drücken Sie ganz schnell die Richtungstasten. Aktionstaste, Abbruchtaste. Die Lauftaste. Okay, ja, gut, das kennen wir ja alles. Ausweichen im Notfall. Sie können einen drohenden Angriff an das Gegner mit einer Ausweichungsbewegung. Drücken Sie die R1 oder R2. Och. Okay, drücken Sie die Aktionstaste, während Sie zielen. Aufruf von Gegenstand steigen. Was? Ach so, ja, okay, das kennen wir ja. Karte kennen wir auch. Wartet mal, was?
Drücken Sie die Zweit-Taste, damit die Karte... Ah, ein Shortcut. Lebenswahl. Was? Erscheint das Bild nur noch als schwarz-weiß. Sie werden dann aufgefordert, zwischen zwei verschiedenen Optionen zu wählen. Okay. Episode auslassen. Was ist das denn? Es ist möglich, bestimmte Szenen zu überspringen. Achso, ja, okay. Select-Taste. Ist es jetzt hier in unserem Dateifeld? Das probiere ich doch direkt mal. Hier, schaut mal, Freunde. Starke Drehung. Und dann... ja, weiß ich gerade nicht, wie das funktionieren soll. Mit der Ausweichbewegung, aber gut. Hier ist der Shortcut für die Karte. Das ist natürlich sehr schön. Und da muss man nicht immer ins Menü gehen für die Karte. Und dann haben wir jetzt hier noch die zweite Spielanweisung. Die würde ich mir auch jetzt nochmal angucken, weil jetzt wird es nämlich interessant. Anleitung, wie man Projektile herstellt. Es wird erklärt, wie Pulver und Nachfüllgerät benutzt werden. Ja, ganz genau, Freunde. Schauen wir uns das doch mal an. Munitionserzeugungssystem. Ganz genau, Freunde. Hier in diesem Spiel können wir nämlich Munition selber erzeugen. Das ist ganz interessant. Damit verschiedene Munition hergestellt werden kann, benötigen Sie das Nachfüllwerkzeug und Pulver. Nachfüllwerkzeug, das ist ein Gegenstand, den Sie brauchen, um verschiedene Arten von Munition herzustellen. Ja, das haben wir schon. Okay. Wenn Sie Pulver mit dem Nachfüllwerkzeug kombinieren, können verschiedene Arten Munition erzeugt werden. Pulver. Mischen Sie die Materialien, um verschiedene Arten von Munition hervorzubringen. Es gibt bei Pulver drei Grundsorten, A, B und C. Bitte beachten Sie, dass Pulver C entsteht, wenn man die Sorten A und B mischt. Wie Pulver gemischt wird? Ja gut, das kennen wir. Beispiele für Pulverarten. A sind normale Patronen, B sind Schrotpatronen und C sind Granaten. Das wird noch wichtig, glaube ich. A und C, wenn man die mischt, Flammengranaten, B und C Säuregranaten, C und C Gefriergranaten, die sind neu. Und C und C und C sind Magnumgeschosse. Also ihr seht, wir haben hier völlig neue Möglichkeiten, die Items hier zusammen zu mischen, beziehungsweise Munitionsarten zu erstellen. Das finde ich mal mega geil. Pulver mit Granaten. Wenn Sie eine bestimmte Sorte Pulver mit Granaten vermischen, entstehen daraus besondere Arten von Patronen. Okay, aber Granaten behalte ich lieber. Verbesserung der Mischgüte. Wenn Sie dieselbe Art Munition wiederholt herstellen, verbessert sich Ihre Fähigkeit, sodass Sie dann kraftvollere Munition erzeugen können. Och. Ja, das ist natürlich mega cool. Also im Prinzip dieses Item hier, ja, ist für Muni. Um Munition herzustellen aus Schießpulver, was wir hier finden werden. Okay, Freunde. Würde ich sagen, gucken wir uns mal den Typi hier an. Der will also da versauern. Okay, der Container ist von innen verschlossen. Der will also da versauern. Ja, dann lass ihn versauern. Und genau, Freunde, so schaut's aus hier. Resi 3 geht los und ich bin schon sehr gespannt, weil ich kenne das Spiel nicht mehr zu 100%. Ich kenne halt nur noch den Anfang. Ein Gabelstapler, mit dem Fracht bewegt werden kann. Da liegt auf jeden Fall schon mal was richtig Geiles, und zwar ein Heilungsspray. Das kennen wir natürlich. Habe ich noch nie benutzt tatsächlich, aber werde ich hier wahrscheinlich benutzen. Hier werden beschädigte Waren deponiert. Weil, wie gesagt, ich habe irgendwie Schiss vor diesem Nemesis. Möchten Sie das nehmen, Patronen? Ja. Genau, Tonys Arms kennen wir aus Resi 2. Hier ist nichts mehr. Sehr schön, ne, dass die hier auch die gleichen Designs und so benutzen. Richtig cool. Gut, Freunde. Dann, ich habe jetzt hier einen Shortcut. Richtig cool. Okay, komm, was haben wir da hinten noch irgendwas, wo wir hier... Wir sind jetzt hier in so einem Lagerhaus. Es ist unheimlich still draußen vor dem Fenster. Ja, unheimlich still. Wenn man das mit der Cutscene vergleicht, kann man das so sagen, ja. Gut, gibt's hier hinten noch irgendwas für uns zu erledigen?
Hier kommen wir tatsächlich rein, okay. Da gucken wir mal, was hier in dem Büro drin ist. Ah, und ihr hört diese Musik, ne? Das bedeutet Safe Raum. Jawohl, wie in den ersten beiden Teilen auch. Auch das hier, Farbbänder. Natürlich altbekannt, ne, ist klar. Eine alte Schreibmaschine. Hier können Sie vorankommen, speichern. Ja, benutzt das mal, Jill. Ich meine, warum denn nicht, ne? Gleiches Screen wie auch im zweiten Teil. Richtig cool. Lager 01. Aber das Speichern geht viel schneller hier. Oh, was ist denn? Ein Lagerschlüssel. Ja, nimm den mit, Jill. Nimm den mit. Ich glaube, den brauchen wir, um rauszukommen hier. Oh, sehr schön, Freunde. Wir haben unseren ersten Safe-Raum. Verschiedene Berichte wurden hier einsortiert. Okay. Ein Lieferscheinbuch. Und guck mal da. Wir haben Pulver A. Das heißt, Pulver A haben wir eben gelesen. Möchte ich euch auch mal zeigen, weil am Anfang werden wir nichts anderes brauchen außer Muni. Überall liegen Lieferscheine rum. Wenn wir das jetzt hier tatsächlich A und A kombinieren, haben wir einmal größeres A, und zwar Pulver Doppel A. Und wenn wir das dann jetzt kombinieren mit dem Ding hier oben, ha, seht ihr das? 35 Muni. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich bei 2x A wären 2x 15 wären 30 Schuss gewesen, aber da wir es hier kombiniert haben, sind jetzt 5 Schuss mehr. Und da würde ich mal sagen, ja, haben wir jetzt 80 Schuss direkt am Anfang auf schwer. Ist natürlich mal mega cool. Okay, gibt es hier irgendwas? Messer. Das Ding, ob ich das hier... Ob wir das hier drinnen behalten sollen? Ich denke mal, ich werde das erstmal rausmachen. Wir brauchen den Platz, Freunde. Halsbrille nehme ich mal mit, falls irgendwas Komisches passiert. Sehr gut. Ja, und die Kisten, ne? Die gleichen Kisten wie auch bei den ersten beiden Teilen. Alles klar. Das heißt, wir haben schon 80 Schuss. Das heißt, hier kommt eine richtige Zombie-Masse auf uns zu. Alles klar. Dann würde ich sagen, jo. Gehen wir mal hier raus. Ach, die Sounds auch wieder herrlich, ne? Wieder die gleichen Sounds auch. Ach du Scheiße. Und hört ihr das? Hört ihr diesen Sound der Zombies? Ja, es sind mittlerweile richtig viele geworden. Okay. Genau, Lagerschlüssel benutzt und den Schlüssel können wir auch direkt wieder wegschmeißen. Perfekt, Jill. Alles klar. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wo sind wir hier? Ah, hier ist nur ein Gang, okay. Das ist nur ein Gang. Mal gucken, ob da hinten irgendwas ist. Kein Durchgang. Nur für berechtigtes Personal. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile egal, ob es hier berechtigtes Personal ist oder nicht. Hier ist nichts auffällig. Okay, Jill. Ach, willst du das Fahrrad nicht benutzen? Nee, okay. Sie ist keine Radfahrerin scheinbar. Und ja, im Prinzip müssen wir jetzt... Ach, ich höre sie schon. Im Prinzip müssen wir jetzt Umbrella auf die Schliche kommen und das ein für alle Mal beenden. Der Eingang wurde mit Brettern vernagelt. Genau. Ja, ich hab's verstanden. So. Ich höre da die Zombies rumschluffen. Hier ist auch gar nichts, scheinbar. Nichts Ungewöhnliches. Sicher? Nichts in der Kiste? Okay. Das ist eine Tür. Ah ja, tatsächlich. Okay. Dann gehe ich da doch erstmal rein. Und ja, Freunde, ihr merkt, ne, wir sind in der City unterwegs. In der Stadt. Und das ist auch so im Prinzip so dieses Setup von diesem Spiel. Nicht mehr in einem Gebäude drin. Da gehe ich erstmal nicht weiter. Nicht mehr in einem Gebäude drin, sondern wirklich draußen. Ja, draußen tatsächlich in der Stadt. Und ja, das kann jetzt heiter werden. Alles klar.
Guck mal, da sitzt doch schon einer. Da steht auch schon einer auf hier. So, dann. Wie viel Schuss brauchen die denn auf schwer? 4 Schuss, okay. Und aber eine blöde Sache ist tatsächlich, die Zombies, wenn die kaputt sind. Oh Gott, jetzt erstmal einen kaputt kriegen hier. Oh Gott, schieß doch schneller. Seht ihr das? Die blinken einfach. Das tut mir leid, dass das so komisch ist. Es liegt einfach daran, weil ich die deutsche Version halt habe, ne? Und in der deutschen Version blinken diese Zombies, wenn die sterben. Das ist ein bisschen blöd. Bisschen billiger Effekt, aber... Na gut, was sollen wir da machen? So, dann zermatsch ihn los. So. Ah, cool. Okay, jetzt habe ich zum Beispiel einen mal hier... Und das ist auch kein Blut, was da bei denen rausspritzt, ne? Das ist irgendwas Graues. Leider, leider. Das liegt echt an der deutschen Version, leider. Das kann ich leider nicht ändern, Leute. Ist leider... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Geh raus. So. Das liegt leider echt an der deutschen Version. Das kann man auch nicht umgehen, indem man jetzt irgendeine Originalversion oder so nimmt. Ist einfach so. Weil ich das Spiel halt unbedingt auf Deutsch haben wollte. Hier hat man eine starke Barrikade eingerichtet. Boah, guckt euch mal, was ein Chaos hier, ne? In der guten Stadt hier. So, dann... Ich bin mir sicher, dass wir hier nochmal hin müssen. Deswegen, mach den im Arsch still. So. Der blinkt sich jetzt auch zu Tode. Ah, guckt mal. Hier sind so Tonnen. Ein Autowrack blockiert den Weg. Genau, bei diesen Tonnen können wir einfach drauf schießen, beim nächsten Mal scheinbar. Und die werden dann explodieren. Genau, das ist sehr gut, um Muni zu sparen. Werden wir definitiv hier müssen, weil ich glaube nicht, dass wir hier so viel Muni kriegen. Boah. Dass wir hier so viel Muni kriegen werden. Autowrack. Okay. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Das sieht schon ein bisschen... Walking Dead mäßig aus hier. Das ist schon krass, ja. So, lebt der noch oder was ist mit dem? Ah, der lebt noch. Lebt noch. Okay, dann... Oh, ist der schnell. Oh, ist der schnell. Heieiei. Dann schieß doch weiter. Nicht nachladen. Ach, Mann, der... Also, dass die hier so schnell sind, daran muss ich mich echt gewöhnen, ey. So, bleib liegen. Aber wir sind noch im grünen Bereich, hey. Das ist immer mega cool, ey. Nichts Ungewöhnliches. Okay. Und ja, das ist im Prinzip Resi 3. Wir bewegen uns auch viel schneller. Der Rollladen ist unten. Und ein widerstandsfähig aussehende Barrikade. Gehen wir einfach mal hier rein, mal gucken. Wir haben jetzt einen Kreis gedreht hier. Und, genau, wir haben einen Kreis gedreht, weil wenn ihr das seht jetzt, die Karte, deswegen bin ich ja auch eben noch nicht weitergegangen, ihr seht, wir kommen hier eh hin. Wir waren eben hier angefangen. Und, genau, sind jetzt trotzdem hier. Alles klar. Oh, guck mal, Hot Dogs. Hunger? Ich schon ein bisschen, muss ich sagen. So, seht ihr das nämlich jetzt hier? Guckt mal, hier waren wir eben, ne? Waren wir eben, als ich hier am Anfang reingekommen bin. Alles klar, was ist das hier für eine Tür? Das ist eine Tür. Das ist eine Tür, Jill. Hallo? Achso. Oh Gott! Oh Gott, da rennt einer weg! Ah! Lass mich in Ruhe! Ach du Helles. Ja, jetzt hält sie sich. Jetzt hält sie sich. Ach du Scheiße. Geh mal weg! Geh weg! Oh Gott. Ach, Mano, Leute. Ach, ihr seid bescheuert, echt. Ihr seid so dumm. Bleibt doch liegen. So. Pff, okay, lad nach. Weil da unten ist nämlich auch eine wichtige Ecke. Deswegen mache ich die jetzt auch gerade platt. Oh Gott. Der steht wieder auf und sie geht sehr langsam zurück. Da ist noch einer da hinten. Ja, da werden wir unsere Muni tatsächlich los, die wir gekriegt haben. Pff, schaut euch das an.
Wir haben keine Buddybär. Dafür haben wir hier Zombie frei. So. Oh Gott. Okay. Sie hält sich schon, das heißt, sie ist im gelben Bereich, wie ihr seht. Aber gut, Freunde. Ja. Würde ich mal sagen. Die Folge ist leider schon voll. Wie es hier dann weitergeht, liebe Leute, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.